No guards, ist nicht schön. So, da unten ist ein Guard. Den interessiert uns aber nicht die Wache. Ich überlege jetzt noch. Ah, ich sehe schon. Komm hoch da, Ezio. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Ezio. Wieso springst du da nicht runter? Die könnt ihr eigentlich auch reiten. Aber wieso reiten, wenn man über die Dächer jumpen kann? Macht doch viel mehr Bock. Da haben wir schon die Banker. Naja, sicherlich tun wir es ausbauen. Okay, dann schauen wir mal, aber ich glaube, abheben können wir noch nichts. Nein, abheben geht noch nicht. So. Jetzt glaube ich, muss ich da wieder ein Stück zurück, dann komme ich zu den anderen Geschäften. Seiner Weisheit und Güte wünscht, dass alle jungen Römerinnen zu einer besonderen Einsegnung an ihre Mal, irgendwo da drüben. Na, schauen wir zur Sicherheit auf die Karte. Weil mit der Orientierung habe ich es offensichtlich da nicht so. Ah, na, Blödsinn, da drüben weiter noch. Das war erst. Oh Gott, ja, okay. Pferdchen, Pferdchen. Wie unschlecht! Da sind wir einfach Waffen. Ein Diamo! Hab ich den jetzt niedergeritten, gell? War eigentlich wurscht. So, da muss irgendwo der Arzt sein. Ich werde da wieder absteigen. Das ist, glaube ich, einfacher. Warum versuchen wir? Wie mit dem Pferd da durch die engen Gassen. So, Dottore, wo bist du? Da ist er, der Dottore. Können wir uns noch leisten? Jetzt wird es dann eh schon wieder knapp mit der Kohle. Aber wenn das nächste Mal Geld auf der Bank ist, 3500, na bitte. Ja, Alter, den kannst du aber kalten, dein Sud. Den will keiner. Zumindest ich nicht. Braucht keinen grauslichen Sud. So, und ein Schneiderleinchen haben wir da auch noch. Ein neues Gwandl war auch nicht einmal schlecht, aber wie gesagt, ja, an und für sich grundsätzlich nichts dagegen, aber ich mag doch vorher die Armbrust haben und deshalb möchte ich da wirklich versuchen, kein Geld auszugeben, was nicht wirklich unbedingt notwendig ist. Außer diese Renovierungen halt, weil das ja wieder was bringt. Da kriege ich ja wieder Kohle dafür zurück als Gegenleistung. Vom Gwandl her kriege ich keine Kohle mehr zurück. Das kann ich mir dann anschauen, das Gwandl, und mich daran erfreuen, aber gegen eine Armbrust kann ich es nicht tauschen. Das ist blöd. Also drum, ja. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Was rede ich da so lang? So, jetzt ist es eigentlich noch immer finster. Wie schaut's denn jetzt aus mit dem depperten Hauptmann da drüben? Der nervt. Ah, ich mach was anderes. Mache ich da eine Attentatsmission? Machen wir Auftragsattentat. Schmied hätten wir da auch noch, aber ich glaube, da habe ich jetzt schon zu wenig Geld. Ich mache da das Auftragsattentat. So, ich glaube, da ist es wieder effizienter, das Pferd zu verwenden. Da bin ich, hallo Pferdi. So ist brav. Brav, brav, brav. Vorausgesetzt, man kommt da mit dem Gaul jetzt überhaupt raus. Ah, jetzt sind die Wachen wieder zurückgekehrt. Gut. Ist mir aber jetzt brot, weil ich ja jetzt zum Auftragsattentat will.
Da muss irgendwo wahrscheinlich wieder sein Taubenschlag sein. Oh. Ah, da oben ist ein Banner. Ein Borcher-Banner. Komme ich da rauf? Schon? Da noch eins. Hm. Wie schaut's aus? So. Dort ist eins. Und da ist eins. Gut. Nummer uno. Da unten ist der Taubenschlag, den habe ich jetzt auch schon gesehen. So, komme ich da auch rüber? Kann er sich da festkrallen? So nicht, Ezio! Was machst du? So kannst dich nicht festhalten. Das war auch so nicht geplant von mir. Da war wieder ein bisschen Eigenständigkeit dabei. Ich wollte einfach nur so gerade rüber. Jawohl, geht doch. Geht das eh so. Hm, da? Ja, das geht sich aus. Yeah. Jawohl, so geht das. So. Und da haben wir jetzt den Taubenschlag. Vom sehr guten sogar, Freund. Achso. Schauen wir, was wir da jetzt für Auftragsattentat haben. Missionen. Was bietet er uns an? Die Bauern haben es schwer genug in Kriegszeiten zu überleben, aber die Römer müssen auch noch den Borgia dienen und ihnen hohe Abgaben entrichten. Setz diesem Unrecht ein Ende. Volle Synchronisation, drei Wachen mit der versteckten Klinge töten. Das kriegen wir doch hin, oder? Das nehmen wir doch. Kein Zeitlimit. Einfach nur ein paar Wachen halt. Ja, ihr wisst es schon. Servus, Pferd. So, und da sollten ja schon die Wachen sein. Ja, das ist die Geschichte. Ja, mit den Pferden. Ich glaube, an das kann ich mich erinnern. Ja, ja, ja. Wenn ich den ersten... Das Problem ist, die ich sitzen alle auf Pferden. Ergo. Wohin? Da hinten. Ich kann doch, glaube ich, auch vom Pferd aus Kills machen, oder? Probieren wir das gleich einmal bei dem da drüben aus. Ja, Ezio. Ezio und Pferd. Naja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Na, das war mal der erste, würde ich sagen. Jawohl. So, der Beste hat eine Armbrust. Dich hole ich mal gleich. So. Das ist ein direkter Kunstreiter, unser Ezio. So. Und. Ah, Käse. Ja, wurscht. Ich habe eh schon drei mit der Armbrust. Er tötet. Na, wieso? Komm. Na, was ist los? Ezio! Jetzt! So! Das finde ich ja sowieso genial, dass man da einfach das Pferd wechseln kann. Na gut, wir haben ein Einkommen in der Bank. Juhu, 3765. Jetzt geht das mit dem Investieren natürlich geil.
Weil jetzt kann ich dann ziemlich viel herrichten. So, irgendwo liegt noch einer. Den können wir noch plündern. Jawohl, so. Dann nehmen wir uns einfach ein Pferd, stehen eine Menge rum. Was mache ich als nächstes? War das? Ich finde das so leiwand bei dem Spieler. Ja, ich weiß gar nicht, was man als erstes tun soll. Da, dort, alles möglich, nichts ist fix. Haha, blöder Spruch. So, ich glaube, den habe ich schon hergerichtet, oder? Ja, ist wurscht, da gehen wir jetzt nicht drüber. Ja, aber den haben wir auch schon. Den Schmied, keine Ahnung, ob ich den Schmied da schon hergerichtet habe. Ich schaue auf alle Fälle mal bei denen vorbei. Und da hätten wir auch ein Borger-Türmchen, oder? Sehe ich das richtig? Was ist mit dem da? Nehmen wir doch den. Zuerst den Schmied. Wenn der noch nicht eröffnet ist. Ja, geh mal. Heppa. So. Na, der ist ja noch gar nicht eröffnet, der Schmied. So. Ach so. Kacke. Käse. Wo ist Bank? Oh, Alter, die ist jetzt wieder da hinten. Nein, dann pfeife ich jetzt da mal drauf. Ich möchte jetzt nicht wieder hinterher auf die Bank reiten, mal Geld holen. Ich schnapp mir den Turm da jetzt, weil sonst wird das ein bisschen mühsam, die Geschichte. So, komm, rauf aufs Pferd. Der Turm ist da rechts. Ah, ich sehe ihn schon. Okay, und da haben wir schon das Sperrgebiet. Was ist denn das? Schwierigkeit 3? Also mir ist die Schwierigkeit eigentlich relativ egal, weil auf das schaue ich gar nicht so. Turm ist Turm. Da stehen eine Menge Typen, da rechts. Komme ich da unten rauf, rüber? Wo ist denn der depperte Hauptmann? Der steht dort. Das sollte ja eigentlich keine so eine Hexerei sein. Da oben, glaube ich, habe ich eine Wache gesehen, oder? Da hinten steht eine. Oh, jetzt kommen da unten eine ganze Menge Wachen. Die sind mir aber eigentlich eh wurscht. Ich wäre jetzt da unten. Steht da unten irgendeiner? Nein. So. Da ist einmal einer. Kommst du her oder nicht? Da ist auch einer. So, der steht jetzt da dahinter. Kann ich mal den da greifen? Der Hauptmann sagt. Scheiße. Erst! Was ist denn los? Was trifft er mit dem Messer nicht? Ja, bitte pfeif! Ah, ja. Na, das war aber jetzt der totale Fehler. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt habe, ich weiß nicht, was die Steuerung damit rumgemacht hat. Weil das war nicht absolut das, nicht was ich wollte. Naja. Käse. Großer Käse. Das war ein richtig klassischer Fail. Nein, ich mag nicht so viel. Nicht sag ich mach jetzt. Nein, muss ich nicht. Wo bin ich denn jetzt wieder? Himmelherrschaftszeiten. Das Auftragsattentat hat aber jetzt schon gezählt. Ja, na, ich bin eh wieder da zurückgesetzt. Ich werde das diesmal ein bisschen anders angehen. Den einmal markieren. So. Na, dann pass auf, dass du nicht derjenige bist, den ich verletzen werde. Ah, da sind überall so viele Wachen. Das ist echt Käse.